Die Warenannahme. Pflichten bei der Materialannahme. Das ist Peter. Peter ist Auszubildender und momentan im Lager eingesetzt. Heute ist ein großer Tag für ihn. Er darf zum ersten Mal ganz alleine die Warenannahme durchführen. Was muss er alles beachten? Gibt es Vorschriften? Hier kommt der Transporteur mit seinem LKW. Peter prüft zuerst die Begleitpapiere und gleicht diese mit der Bestellung ab. Ist überhaupt Ware bestellt? Ist es der richtige Lieferant? Nach dem Ausladen prüft er die Anzahl und Art der Packstücke und weitere Angaben. Unstimmigkeiten muss er sofort dem Transporteur mitteilen und auf dem Beleg vermerken. Peter kann die Annahme bei Mängeln verweigern. Im zweiten Schritt prüft er die Behälter auf Schäden. Diese vermerkt er sofort auf den Belegen und lässt diese durch den Fahrer bestätigen. Damit ist die Ware jetzt bei uns und der Fahrer kann weiterfahren. Dies nennt man Ware annehmen. Jetzt muss Peter die Ware auf Beschädigungen prüfen. Dafür muss er sie aber erst auspacken. Er prüft die Ware auf Art, Menge und Beschaffenheit und gleicht dies mit der Bestellung ab. Die Prüfung schreibt ihm das Handelsgesetzbuch vor. Eventuelle Mängel muss er sofort beim Lieferanten anzeigen. Wenn Mängel auftreten, muss Peter diese auf den Belegen vermerken. Hier ist alles fehlerfrei. Peter schiebt die Ware in das Lager. Die Belege übergibt er nun der Lagerverwaltung. Hier wird die Ware eingebucht. Das Warenwirtschaftssystem wirft jetzt die passenden Lagerplätze aus. Peter bekommt nun die Belege für die Einlagerung. Hier ist genau aufgeführt, wo welcher Artikel in welcher Anzahl eingelagert wird. Jetzt kann Peter mit der Ware aus dem Eingangsbereich ins Lager gehen und diese einlagern. Peter hat seine erste Warenannahme gemeistert. Er ist mächtig stolz auf sich. Erst hat er die Bestellung mit dem Lieferschein verglichen. Dann hat er die Ware auf Beschädigungen geprüft. Mängel müsste er jetzt beim Fahrer anzeigen. Peter hat die Packstücke überprüft und angenommen. Nach dem Auspacken hat er die Waren nach Art, Menge und Beschaffenheit geprüft. Menge muss er sofort dem Lieferant anzeigen. Hier war alles okay. Dir hat dieses Video gefallen? Dann folge mir auf YouTube und siehe mehr Videos zu vielen Themen aus der Berufsschule. Ich freue mich auf den Besuch.